First of all, for the English people, please skip to this time and then you will see what I want to tell you. Yes, ich mache wieder deutsche Videos hier auf diesem Kanal. Wie man schon merkt, bin ich mit dieser Entscheidung mega happy und ich möchte heute da mal ganz ausführlich drüber reden, warum ich überhaupt englische Videos angefangen habe, warum ich jetzt wieder deutsche Videos mache und ob ich eigentlich komplett dumm bin. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Über all diese Themen werden wir heute ein bisschen sprechen. Der aufmerksame Zuschauer von euch hat bestimmt schon gemerkt, dass eigentlich jetzt vergangenen Donnerstag das nächste Video zu unserem Ausbau hätte online gehen müssen. Denn eigentlich lade ich ja jede Woche am Donnerstag dazu ein Video hoch. Allerdings hatte das diesmal zwei Gründe, dass es kein Video dazu gab. Erstens, wir haben in dieser Woche nichts gemacht. Also nicht, weil wir faul waren, sondern einfach, weil wir nur mit Überlegen und Planen und damit beschäftigt waren. Und das Einzige, was wir gemacht haben, war dann am Donnerstag direkt, was dann eigentlich schon zur nächsten Woche zählt, weil ich immer nur bis Mittwoch dann in die aktuelle Woche die Aufnahmen reinschneide und Donnerstag zählt dann schon zur nächsten Woche, was dann also nächsten Donnerstag online wäre. Da haben wir nur das Dachfenster hier oben eingebaut. Das seht ihr hier vielleicht, hier hängen die Kabel runter. Aber darum soll es jetzt in diesem Video gar nicht gehen. Wir setzen uns jetzt gleich oben mal ganz entspannt hin und dann reden wir darüber, warum ich jetzt wieder deutsche Videos mache. Und ab nächsten Donnerstag geht es dann eben auch wieder mit wöchentlichen Ausbauvideos weiter, aber eben wieder auf Deutsch. Ich werde es dann so machen, dass ich im nächsten Video nochmal zusammenfasse, was wir bis jetzt alles hier im Van gemacht haben. Es ist ja jetzt noch nicht so mega viel, deswegen kann ich das ganz gut nochmal zusammenfassen. Und ab dann gibt es eben wieder ganz detailliert, Schritt für Schritt, alles ganz genau zum Angucken, zum Nachmachen, was wir hier in unserem Bus machen. Ja, und ich bin wie gesagt mega happy mit der Entscheidung, aber jetzt gehen wir erstmal hoch, da haben wir nämlich den besseren Ton. Diejenigen von euch, die mir schon auf Instagram folgen, die wissen, dass ich dieses Mikrofon liebe. Habe ich mir ganz neu erst gekauft und ich finde, die Audioqualität ist einfach mega gut. Und deswegen muss ich das natürlich in meinen Videos auch nutzen. Aber für die neueren Zuschauer unter euch, die mir vielleicht noch nicht so lange folgen, fange ich jetzt mal ganz weit in der Vergangenheit an und erzähle euch mal, wie ich denn hier auf YouTube überhaupt mit Videos gestartet habe. Ich habe ursprünglich Technikvideos gemacht. Hat mir einfach Spaß gemacht, ich interessiere mich für Technik und habe damals einfach so unter anderem ein paar neue Smartphones vorgestellt. Und was damals krass war, ich habe sogar mit einem Video zum Samsung Galaxy S10 schon über 30.000 Aufrufe bekommen, als ich noch 200 Abonnenten oder so hatte. Also das war richtig krass schon mal, aber ja, es war trotzdem, ich habe noch nichts damals mit YouTube verdient, kein bisschen. Es war einfach ein Hobby und hat mir halt Spaß gemacht. Dann haben wir eben für uns beschlossen, dass wir uns einen Van selbst ausbauen wollen und wir hatten ja absolut keine Ahnung, als wir unseren ersten Ausbau gestartet haben. Das heißt, wir haben uns natürlich auch ganz viel informiert und wer hätte es gedacht, es gibt dafür echt keine bessere Plattform als YouTube. Wir haben uns selbst unzählige Videos auf YouTube angeschaut, haben bei anderen geschaut, wie machen die ihren Ausbau und haben eben Schritt für Schritt einfach alles nachgemacht, obwohl wir absolut keine Vorkenntnisse hatten und auch wirklich keine begabten Handwerker sind. Aber dank YouTube ist es einfach heutzutage wirklich möglich, dass man einfach alles Schritt für Schritt nachmacht. Da habe ich dann natürlich gesehen, dass diese Videos auch ziemlich gut laufen, obwohl ich mir damals mal dachte, komm, so ein Camper-Ausbau, das ist so eine kleine Nische. Es gibt bestimmt gerade mal 10 Leute in Deutschland, da muss ich schon richtig lachen, die sich selbst so einen Camper ausbauen. Aber das ist einfach, also inzwischen weiß ich, wie krass viele Leute es gibt. Ich meine, wir schreiben täglich auf Instagram bestimmt 5 neue Leute oder so, die selbst ihren Camper ausbauen. Ich finde das auch mega cool, wir sind da schon so eine richtige Community. Gerade auf Instagram, da habe ich echt mit so vielen Leuten Kontakt. Ich versuche mal allen zu antworten und komme fast nicht hinterher. Aber ich finde es mega cool, mir macht es ja auch mega Spaß, mich da auszutauschen. Auf alle Fälle, es gibt eine sehr große Community für Camper-Selbstausbauten. Naja, ich habe eben damals nur gesehen, okay, die Videos haben eben teilweise relativ viele Aufrufe. Ich war damals immer noch bei dem Kampf um die ersten 1000 Abonnenten. Ich habe mir gedacht, hoffentlich schaffe ich es irgendwann, diese ersten 1000 Abonnenten zu erreichen. Das war echt so eine riesige Hürde und für die, die es nicht wissen, man braucht auf YouTube erstmal 1000 Abonnenten, dass man seine Videos überhaupt monetarisieren kann. Das heißt, dass dann Werbung angezeigt wird und man dafür Geld bekommt. Auch wenn das bei wenig Aufrufen trotzdem wenig Geld ist, aber es ist einfach erstmal so die erste große Hürde, die natürlich jeder YouTuber irgendwie erreichen möchte. Ja, und dann dachte ich mir eben, okay, komm, wir machen einfach auch über unseren Van-Ausbau ein paar Videos. Da erreichen wir wieder bestimmt ein paar neue Leute und schaffen es dann, diese 1000 Abonnenten zu knacken. Und so war es dann tatsächlich auch. Wir haben dann die 1000 Abonnenten, ich glaube im November letztes Jahr geknackt, ja doch, genau, es war November. Da waren wir mit dem Ausbau dann schon fertig, aber wir haben die Videos ja alle erst verspätet hochgeladen. Auf alle Fälle haben wir dann durch diese Ausbauvideos die 1000 Abonnenten geknackt. Davor waren es, glaube ich, dann so 300, 400, irgendwie sowas in dem Bereich. Also es hat uns schon ganz gut was gebracht, dass wir einfach diese Hürde geknackt haben und genau. Alles schön und gut, wir hatten also ein paar Abonnenten dazu gewonnen. Ich fand das auch schon mega, mega cool. Ich weiß wirklich jeden Einzelnen zu schätzen. Ich meine, 1000, das sind schon so krass viele Leute. Also das fand ich schon damals wirklich mega, mega cool. Und
Ja, wie gesagt, ich weiß es sehr zu schätzen. Wiederholen kann ich mich auch sehr gut. Damals stand für mich dann aber fest, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr wirklich Technikvideos machen. Ich habe damals zum iPhone 11 dann noch Videos gemacht. Das hatte ich mir dann unterwegs bestellt, habe da ein paar Videos drüber gemacht. Aber irgendwie dachte ich mir, komm, das passt jetzt auch nicht zusammen. Ich kann nicht auf der einen Seite Technikvideos machen und auf der anderen Seite so diesen Vanlife-Content. Und dann war der Wendepunkt im Endeffekt dann im Januar. Da haben wir nämlich dann unser Van Conversion Timelapse hochgeladen. Also ein Zeitraffer-Video, in dem der komplette Ausbau innerhalb von 16 Minuten oder so drin war. Und dieses Video war eben komplett ohne Sprache. Das war einfach nur mit Musik. Ich habe ein paar englische Sachen dazu geschrieben, aber im Endeffekt konnte das jeder weltweit anschauen, weil es einfach nur Aufnahmen mit Musik hinterlegt waren. Ich hatte damals auch schon die Hoffnung, dass dieses Video viele Aufrufe bekommt, vielleicht 50.000 oder vielleicht sogar 100.000, weil ich einfach auch schon sehr viele von diesen Van Conversion Timelapses davor gesehen habe und die einfach gefühlt immer irgendwas sechsstelliges oder mehr Aufrufe haben. Also die laufen einfach meistens extrem gut. Deswegen hatte ich natürlich auch diese Hoffnung, aber das Video ist einfach komplett durch die Decke gegangen und damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Das war extrem krass oder ist immer noch extrem krass. Auch jetzt kriegt das Video noch jeden Tag, keine Ahnung, ich schaue jetzt nicht nach, aber es kriegt jeden Tag immer noch 10.000 Aufrufe oder so, was einfach richtig krass ist. Und das Video hat inzwischen insgesamt über 4 Millionen Aufrufe erzielt, also richtig, richtig heftig. Und das war wirklich mega, mega cool, weil, nicht weil es eine krasse Zahl ist, das ist mir eigentlich relativ egal, aber ganz viele von euch hätten mich wahrscheinlich nie entdeckt, weil euch einfach nie ein Video von mir vorgeschlagen worden wäre. Genau. Und das ist das, was an der ganzen Sache halt so cool ist, dass ich einfach da so eine Reichweite bekommen habe, dass ganz, ganz viele Leute überhaupt erstmal auf mich aufmerksam wurden und mir macht das auch mega Spaß, Leuten zu helfen. Ich kriege ganz viele Fragen, deswegen mache ich das dann auch gerne, dass ich die beantworte. Und ich finde es einfach cool, wenn man so eine kleine Community hat mit Leuten, die sich für dasselbe interessieren. Das ist einfach, es gibt nichts Cooleres. Jetzt war es aber so, dass dieses Video, wie gesagt, ohne Sprache war. Das bedeutet, ich habe damit nicht nur Deutsche erreicht, sondern auch ganz viele Leute von überall auf der Welt. Und ich kann es nicht genau sagen, wie viele Abonnenten ich da jetzt dazu gewonnen habe, die nicht deutsch sind, aber ich vermute, dass ich so ungefähr 15.000 Abonnenten habe, die kein Deutsch verstehen. Und deswegen habe ich mir damals dann gedacht, da waren es natürlich noch keine 15.000, da waren es halt dann die ersten 5.000 vielleicht, als ich 7.000, 8.000 Abonnenten hatte. Und da dachte ich mir schon, ich kann doch jetzt nicht deutsche Videos weitermachen, wenn mehr als die Hälfte meiner Abonnenten gar kein Deutsch verstehen. Und deshalb haben wir dann, also meine Freundin und ich, zusammen die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt einfach englische Videos machen. Das haben wir auch relativ lang durchgezogen. Wir haben inzwischen 17 Videos auf Englisch gemacht und seit Januar eben bis jetzt, Mitte August, haben wir nur englische Videos gemacht. Ich habe aber dann leider schon gemerkt, dass mir das wirklich eigentlich so gar nicht taugt. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss das machen, weil ich ja jetzt so viele englische Abonnenten habe. Aber mein Englisch, ihr habt es ja gemerkt, mein Englisch ist definitiv nicht gut. Ich glaube, die meisten Leute stört das nicht. Es kamen natürlich ein paar Kommentare, die sich drüber lustig gemacht haben, aber es interessiert mich auch nicht, weil es gibt so viele Idioten da draußen, auf deren Meinung ist mir relativ egal, also ist mir absolut egal. Aber trotzdem hat es mir persönlich einfach nicht so viel Spaß gemacht, englische Videos zu machen, weil ich da einfach nicht so authentisch sein kann. Ich kann mich nicht wie jetzt zum Beispiel einfach mal vor die Kamera setzen und irgendwas erzählen, weil auf Englisch, ich musste einfach immer genau überlegen, ich musste Wörter googeln, weil ich halt nicht alles im Kopf habe. Ich bin halt einfach nicht so gut in Englisch. Und ja, deswegen hat mich das einfach ein bisschen genervt, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe, englische Videos zu machen. Dann kamen außerdem auch Kommentare, wo Deutsche geschrieben haben, hey, ich habe dich voll gerne verfolgt, aber jetzt machst du leider englische Videos, ich verstehe kein Englisch, deswegen muss ich dich deabonnieren. Auch das, also das De-Abo, dass meine Abonnentenzahl eins weniger wurde, hat mich auch nicht interessiert. Aber ich fand es einfach so schade, dass Leute, die gerne meine Videos geschaut haben, sie dann nicht mehr schauen konnten. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ein paar englische Follower dazu oder Abonnenten dazu gewonnen, die gerne die Videos verfolgen. Das große Problem ist, man kann es einfach nicht allen recht machen. Letztendlich hing diese Entscheidung, dass ich jetzt wieder deutsche Videos mache, dann davon ab, dass ich mir mal die aktuellen Aufrufzahlen angeschaut habe. Bei dem Van Conversion Timelapse sind natürlich immer noch die meisten Zuschauer einfach auf der ganzen Welt verteilt und nicht gerade aus Deutschland. Aber bei meinen aktuellen Videos sind ungefähr 75-80% Deutsch. Und darüber hinaus kommt ja dann noch, dass einige Deutsche, die auch in anderen Ländern leben, auch meine Videos schauen. Das heißt, die werden dann nicht als Deutsche gezählt, obwohl sie auch Deutsch verstehen.
Und dann dachte ich mir, hey komm, ich habe zwar jetzt 26.000 Abonnenten, was einfach absolut krass ist, diese Zahl, aber wenn davon nur 2.000 meine Videos anschauen, dann kann ich auch einfach direkt deutsche Videos machen. Also es ist halt, die meisten Leute, die meine Videos anschauen, sind deutsch. Und diese ganzen Abonnenten, die mal da auf Abonnieren gedrückt haben, die interessieren sich eigentlich gar nicht richtig für meine Videos. Die haben halt das VanConversion Timelapse gesehen, dachten sich, boah, voll cool, und haben auf Abonnieren gedrückt. Aber das bringt mir im Endeffekt nur das, dass diese Zahl halt so groß ist. Aber es bringt mir nicht wirklich treue Abonnenten, die meine Videos verfolgen. Und das sind ja die Leute, also ihr, die das Video jetzt gerade anschauen. Ihr seid die Leute, für die ich die Videos mache und nicht irgendwelche Abonnenten, die einmal auf Abonnieren gedrückt haben, aber sich überhaupt nicht wirklich für die Videos interessieren. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich mich endgültig entschieden. Ich mache deutsche Videos, dabei bleibt es auch. Auf Instagram werde ich es weiterhin so machen, dass ich Deutsch rede in meinen Stories. Wenn ihr mir da noch nicht gefolgt habt, dann macht das auf jeden Fall mal. Ihr findet die Links in der Beschreibung. Und dort werde ich aber dann weiterhin auch einen englischen Untertitel immer einfügen. Ja, und dann können eben die englischen Leute, die mich jetzt aktiv verfolgen, sich das da auch anschauen. Oder auch Marias Kanal folgen, weil sie wird weiterhin den Ausbau auf Englisch dokumentieren. Und auch da haben wir uns gedacht, es macht irgendwie mehr Sinn, wenn wir einfach die gleichen Videos machen. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Weil jetzt war es so, wir haben beide Englisch gemacht. Und Maria hat dann eigentlich genau das gleiche erzählt wie ich. Und das war irgendwie auch dumm, weil wer schaut sich denn dann die Videos beide an, wenn wir das gleiche erzählen? Ich meine, gut, wenn ich es jetzt auf Deutsch mache und sie auf Englisch, schauen es auch nicht die gleichen Leute beide an wahrscheinlich. Aber trotzdem macht es dann einfach mehr Sinn, weil dann haben wir einfach zwei komplett separate Zielgruppen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Fakt ist auf jeden Fall, ab jetzt gibt es hier wieder deutsche Videos und ich habe richtig Bock darauf, weil ich einfach viel mehr Lust habe, deutsche Videos zu machen. Ich habe in Zukunft auch mega Bock, dass ich zum Beispiel mit Livestreams auf Twitch anfange oder sowas. Aus dem Van fände ich eine mega coole Sache, dass ich einfach einmal in der Woche oder so auf Twitch live bin und euch immer so erzähle, was wir die Woche erlebt haben, wenn wir im Van unterwegs sind und solche Sachen. Hätte ich mega Lust drauf und auch das wäre auf Englisch einfach niemals möglich. Und ja, deswegen, ich habe diese Entscheidung jetzt auf jeden Fall für mich getroffen. Ich hoffe, dass es viele von euch da draußen auch freut, dass wir jetzt wieder deutsche Videos machen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, dass ich hier ein bisschen positives Feedback für diese doch nicht ganz einfache Entscheidung bekomme. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder mit dem ersten deutschen Ausbauvideo zu unserem neuen Van-Ausbau. Jetzt werde ich hier noch eine kurze englische Erklärung machen für die englischen Leute. Und die dann auf Marias Kanal schicken, dass sie sich da die Videos angucken. Also für euch sage ich auf jeden Fall schon mal ciao und wir sehen uns dann nächsten Donnerstag. Okay guys, so for those of you who don't understand German, I'm sorry, but I have bad news. This channel will be German from now on. But before you skip this video now, you can check out Maria's channel, because Maria is going to upload English videos and she will document our whole van conversion in English. So we decided to do it that way, because it just doesn't make sense that I'm doing English videos and Maria is doing the same English videos actually. So we decided that it's the better way if I'm doing German videos and telling the German people what we are doing in our van and Maria is doing pretty much the same videos in English, in her style of course, but you will get all the informations in her videos as well. But now I want to explain to you why I decided to stop making English videos. So first of all, I started making English videos in January this year, because we uploaded our van conversion timelapse in January and this video got an incredible amount of views, and that's why I reached a lot of people out there who don't understand German and I thought it would be a good idea to start making English videos instead. But as you can hear, my English is definitely not the best, and even though you can understand me and it seems to be easy for me to speak English, it actually isn't. Because what you don't see is that I'm making a lot of cuts in my videos, because I have to think of what I'm saying every time. I have to make it sentence by sentence and I just can't speak English fluently. And that's really a problem, because making my videos is just much, much more work like that. It's not really possible for me to just spontaneously create a video and yeah, it's just not that much fun for me anymore to create videos. And also I thought, okay, I have so many international subscribers now, so of course I have to keep doing English videos. But I checked my views and I discovered that most of the people watching my videos are German. So it's more than 80% of the people who are watching my videos that are German. And yeah, I know it's still 15 to 20% who are not German, and I'm very sorry for you if you can now not follow my videos anymore, but I hope you can still understand why I decided to return to German videos, because yeah, as I said, it's just not that easy for me to create English videos,
and it's just much, much more work. But still, I'm really sorry for those people who really like to watch my videos and who don't understand German. I'm really sorry, but it's just not possible that everyone is happy, because I also lost some German subscribers who don't understand English, and that's the issue. But still, as I mentioned earlier, you can follow Maria's channel, because on her channel you will find our whole bank conversion in English. And also you can follow us on Instagram, because there I will post pretty much daily stories and I will add English subtitles so that you can understand what I'm saying in my stories. And also I want to say thank you that you were subscribing to my channel, that you followed my English videos, even though my English is not the best. And yeah, that's it for this video. Stay safe and make sure to check out Maria's YouTube channel and our Instagram accounts. Bye bye!